Hallöchen, Pupüchen. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Starfield. Und zuallererst möchte ich, mein Gott, ich kann nicht mehr reden, mich bei euch bedanken, denn guckt mal da oben in der Ecke. Wir sind bei 683 Follower. Wir sind kurz vor der 700 und unglaublich, aber wahr und Wahnsinn vor allem. Ihr macht mich irre. Es ist so geil. Das sind die letzten 10 Subscriber, die ihre Datenschutzbestimmung anhaben, dass man sie auch zeigen darf. Die ich jetzt nicht zeigen darf. Alter, ich danke euch allen, auch den 10. Ich danke allen, die dazwischen sind. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid richtig geil. So, wir sind jetzt gerade auf Hope Town oder so angekommen. Haben unser Schiff gehackt. Und, ja, ne? Ihr wisst Bescheid. Wir gehen jetzt hier hin und klären den Rest. Abonnieren, ne? Habt ihr gerade gesehen? Nein, nein. Das würde nicht gehen. Das O2 muss für das ganze Schiff reichen. Oh, hallo. Du bist meiner Aufmerksamkeit würdig. Du kennst dich doch mit Graf-Antrieben und Schiffsteilen aus, oder? Ich brauche einen Gefallen. Da bist du beim Richtigen. Wie kann ich helfen? Bin zwar beschäftigt, aber ein bisschen Zeit findet sich schon. Oliver Campbell schickt mich. Ich bin wegen eines Graf-Antriebs für ein alten Kolonistenschiff hier. Alle sind beschäftigt. Kannst du einem alten Kolonistenschiff einen Graf-Antrieb verpassen? Ah, darum geht's hier. Oliver Campbells Kurier hat mir davon erzählt. Hast ihn eben verpasst? Dass du so unhöflich sein würdest, hat er zwar nicht gesagt, aber das passt irgendwie zu Oliver. Ich habe mich über die Schiffe dieser Zeit schlau gemacht und weiß ungefähr, was wir machen müssen. Graf-Antriebe haben sich erst nach dem Bau dieses Schiffes durchgesetzt. Aber es gibt da einen uralten Graf-Antrieb, der kompatibel sein dürfte. Mit ein paar Anpassungen. Ist auch noch ziemlich gut in Schuss. Billig sind weder das Teil noch die Arbeitszeit. Aber wenn du beides im Doppelpack bezahlst, sind wir im Geschäft. 40.000? Lässt sich der Preis vielleicht ein bisschen drücken? Das ist echt viel verlangt. Diese alten Graf-Antriebe sind sehr selten. Puh. Der Gewinn ist doch nichts im Vergleich zu der Freiheit, die du diesen Leuten schenken würdest. Ich weiß einfach nicht, ob ich mir hierbei einen Verlust leisten kann. Tut mir ganz ehrlich leid. Wie lange hast du dieses alte Teil schon? Und bisher wollte es niemand kaufen, oder? Stimmt. Ich wollte es immer behalten, bis der richtige Moment kommt. Vielleicht ist er ja jetzt da. Siehst du. Also, es gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben, oder? Ja, das hoffe ich. Dann, das höre ich doch gern. Also, kannst du den Leuten helfen? Wir finden schon eine Lösung. Okay, also schenken kann ich dir das Teil leider nicht. Aber da es um eine gute Sache geht, kann ich dir die Arbeitskosten erlassen. Na gut. Dann mach das. 25.000 ist okay. Und ob sie das ist, ich mach mich sofort an die Arbeit. Du solltest dem Captain des Schiffs sagen, dass sie sich auf die Nachrüstung vorbereiten müssen. Standardprozedur. Jemand an Bord weiß bestimmt Bescheid. Wir schicken das Teil rauf, wenn es bereit ist, und installieren es dann mit Olivers Leuten. Schön, mit dir zu arbeiten. Ich bin jetzt arm. Ich habe einfach 100.000 Credits verloren. Wow. That was expensive. Wa? Aber so ist es. Achso, mit wem soll ich denn nochmal reden für dich? Irgendjemand mit dem Cowboy-Hut, ne? Naja, mach ich noch. Ich komm nochmal wieder. Sieht einfach immer wieder irre aus, ne? Wenn da so ein riesen Knüppel neben dir landet. Ich wollte auf P, Entschuldigung. Ich habe 3 Punkte, die sollten wir vielleicht auch mal verskillen. Skill ausgereizt. Also, das ignorieren wir jetzt erstmal. Wobei ich das hier haben will, damit ich mehr Crewmember kriege.
Aber was sollen wir dafür hier noch skillen? Hier könnten wir natürlich noch Punkte reinmachen, mehr Schaden. Oh Mann, Alter, es gibt so viel, was ich lernen will. Boost Pack. Ach, so ein Scheiß. Also das wäre jetzt so mein nächster Punkt. Hier will ich hin. Hier. Da. Deswegen skillen wir jetzt hier weiter. Dieb. Plündern. Durch Entsperren von Wäldern besteht die Chance, dass du zusätzliche Credits findest. Die Erfolgschancen, das ist schon mal gut. Du kannst Nahrung und Getränke der Güteklasse Spezialität herstellen. Okay. Plündern klingt erstmal, nee, das Überzeugen klingt erstmal wichtig. Du kannst Nahrung, Gastronomie, also das klingt auch eigentlich geil, ne, aber. Man kann. Da steht jetzt nicht, was das macht, ne. Führung ist auch gut. Pff, Alter, es gibt so viel Außenpostenverwaltung. Was kann man damit machen? Ja, das ist gar nicht so wichtig. Da ist hier für Außenposten sind die Dinger hier wichtig. Da, Außenpostentechnik. Astrophysik. Eins nach dem anderen immer. Tch. Alter Schwede, Alter, ich flieg einfach im Panzer. Nein, wir gehen jetzt in den Panzer und schauen uns die neuen Teile an. Einmal zur Crewstation. Denn da ist jetzt das neue Ding oben drin. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Hä, das war doch nicht bei mir. Wo habe ich es denn angedockt? Hä, hier müsste man doch eigentlich jetzt hochkommen, laut meinen. Oder habe ich es auf die falsche Seite gepackt? Gehen wir mal oben gucken. Das klingt alles sehr merkwürdig jetzt hier. Ah ja, hier ist jetzt tatsächlich noch ein. Das ist also ein Frachtraum. Ja? Wir haben so einen richtigen Frachtraum, so einen fetten. Finde ich ja irgendwie geil. Finde ich geil. Finde ich richtig geil, bin ich ehrlich. Das ist die größere Crewstation, oder was war das? Nee. Oh, Alter, so eine Kanbüse oder sowas. Hier ist der andere Raum. Ich bin verwirrt. Das sind die Arrestzellen, die ich gebaut habe. Zwei Stück gibt es jetzt. Voll Porno. Ey, wie geil ist das denn alles? Eine Küche. Ich feier das voll. Voll geil. Schwupp. Voll gut. So,
Wo sind wir? Das ist ein total unförmiges Bananenschiff, aber ist nicht schlimm. Astro ist wieder für den Blowjob bereit. Achtung, ich komme. Fluglaufbahn berechnet. Herrlich. Fester Orbit erreicht. Junge. Ohne Witz, ne? Guck mal, wie viele Punkte ich habe. Ich kann ja einfach. Ich kann ja einfach alles verpunkten hier. Ich muss zu dem Schiff. Ja, das war schon richtig dahin. Ich hätte mir auch ein Schild klauen können. Eine fetteren. Was ich für ein geiles Schiff bauen werde. Ihr werdet euch in die Hosen scheißen. Es wird so geil. Oh Gott, wir werden ein so geiles Schiff bauen. Oh. Luke entriegelt. Wir sind angedockt. Dann steigen wir aus. Jetzt nochmal der scheiß Weg hier. Captain. Ich muss, wenn die anderen wüssten, wie oft die Constant fast auseinandergefallen wäre. Puh, zum Glück habe ich es immer verhindert. Ich soll dir helfen, das Schiff für den Graf-Antrieb vorzubereiten. Welchen Graf-Antrieb? Reingelegt. Die Techniker von Paradiso haben mir alles erzählt. Mal sehen, was wir tun müssen. Hm, okay. Das wird lustig. Ich hoffe bloß, dass uns dabei nichts um die Ohren fliegt. Ich habe gerade gehört, dass der Antrieb da ist. Und? Bist du bereit? So bereit, wie es geht. Okay, sehr schön. Du musst drei Sachen für mich erledigen, während ich meinen Teil der Vorbereitung erledige. Als erstes musst du bitte die Energie von der Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatzkühler umleiten. Na klar. Setze dann die Funktion des Plasma-Ablauf-Inhibitors auf 5%. Als letztes musst du die Gehäuse der Magnetflanschrohre von der Zusatzmodulgruppe entkoppeln. Alles klar? Dann mal los! Und wir dachten die ganze Zeit, wir wären allein. Also. Kühler, Pumpe, Backbord, Steuerbord. Kann ich nochmal hören, was ich machen soll? Ich musste sehr oft mit zusammengeschusterten Lösen. Stimmt was nicht? Ich weiß nicht mehr genau, was ich tun muss. Wir müssen insgesamt drei Dinge tun. Leite die Energie von der Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatzkühler um. Setze die Funktion des Plasma-Ablauf-Inhibitors auf 5%. Entkopple die Gehäuse der Magnetflanschrohre von der Zusatzmodulgruppe. Stimmt was nicht? Wir müssen insgesamt drei Dinge tun. Leite die Energie von der Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatzkühler um. Setze die Funktion des Plasma-Ablauf-Inhibitors auf 5%.
Entkopple die Gehäuse der Magnetflanschrohre von der Zusatzmodulgruppe. Stimmt was nicht? Ich brauche einen neuen Zettel. Ich schreibe mir das mal. Ich versuche mal eben aufzuschreiben, ja? Viel Glück da draußen! Backport-Turbopumpe. Backport. Darf ich mal da dran? Backport. Backport-Turbopumpe. Verletzungssystem. Turbopumpe zur Backport. Und jetzt Backport-Turbo. Warte mal. Backport-Turbopumpe zur Kühler Zusatzkühler. Kühlpumpe Backport. Energie umleiten zu Kryokühler. Zusatzkühler. Also von der Backboard-Turbopumpe. Warte mal, Backboard-Turbopumpe zum Zusatz-Kryokühler. Habe ich gemacht. Jenseits unserer kleinen Gemeinschaft wohl so ist? Dann den Plasma-Ablauf-Inhibitor auf 5%. Und dann entkoppeln der Gehäuse Magnetflanschrohre. Magnetflanschgehäuse. Entkoppeln von der Zusatzmodulgruppe. Magnetinhibitor. Ne, das ist was anderes. Magnetflanschgehäuse. Entkoppeln der Gehäuse Magnetflanschrohre von der Zusatzmodulgruppe. Zusatzmodulgruppe. Sieht aus, als wäre bei uns beiden alles glatt gelaufen. Kannst du dem Captain Bescheid geben, während die Installation abgeschlossen wird? Danke. Okay. Gib mir doch nicht so eine Aufgabe, Alter. Ich auch nicht. Aber wo geht's denn jetzt um Captain? Da du jetzt hier bist, hat meine Crew endlich die Chance auf ein neues Leben. Okay, der Graphantrieb ist installiert und sollte einsatzbereit sein. Was sagt man dazu? Sieht ganz so aus, als wären uns jetzt keine Grenzen mehr gesetzt, dank dir. Die Techniker haben sogar unsere Ausrüstung verbessert, damit wir mit vorbeifliegenden Schiffen reden können. War offenbar recht einfach. Danke noch einmal für alles. Überhaupt kein Problem. Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, dann reden wir nochmal über die Bezahlung. Bezahlung. Es reicht dir wohl nicht, einem Schiff voller armer Kolonisten zu helfen. Es geht dir doch hoffentlich nicht nur ums Geld, oder?
Was willst du mir anbieten? Sex oder was? Wir haben nicht viel, doch wir finden bestimmt eine Möglichkeit, dich zu bezahlen. Wow, ich habe jetzt eine komplette irdische Sportausrüstung gekriegt. Willst du mich komplett verarschen? Oh, die sind ja ordentlich was wert. Jetzt erst. Echt? So viel? Oh, so ein Sparschwein auch. Oh. Wir sind seit fast 200 Jahren unterwegs. Ja. Aber jetzt brauchst du nur noch 5 Minuten. Mann, hier kann man aber auch nicht runterspringen. Das ist ein scheiß Kackschiff, ehrlich. Lass mich jetzt gehen. Vasco, wir gehen. Alter. Brauchst du was? Ja, meine Credits hätte ich gern wieder. Na also, ich bin's Mekko, ich wollte mich nur mal bei dir melden. Oh, von dir habe ich gehört. Du hast das alles erst möglich gemacht. Echt cool. Bisher ist alles gut. Wir treffen gerade die letzten Vorbereitungen für unseren Grafsprung an einen anderen Ort. Brauchst du etwas? Nein, ich brauche nichts. Also dann, vielleicht treffen wir uns woanders wieder. Sieht als wäre alles bereit. Ihr solltet aufbrechen, bevor die Paradiso Group sauer wird. Oh, dann sollten wir uns mal auf den Weg machen. Wir sehen uns vielleicht bald mal irgendwo im All. Mach's gut. Sieht nicht so aus, als wenn die abhauen würden. Die Beute des Captains auf Adela Fallen wurde ein Checker. Ach, nix mehr? Das war's, ja? Schon wieder mit Sarah sprechen. Guck mal, ist gar nicht mehr so viel. Gib nicht nach Elios. Ah, da kommen wir nicht hin. Wir müssen erst nach Den Bonella. Auf nach Den Bonella. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. Sternen. Um Gott näher zu kommen und die Erhabenheit der Galaxie zu würdigen. Wow. Es gibt schlechtere Gründe, auf Reisen zu gehen. Es ist einer der besten Gründe. Hast du zwischen den Sternen schon einmal etwas Spirituelles gefühlt? Ich weiß nach dutzenden Sprüngen immer noch nicht, ob ich die von Hüter Aquilus beschriebene Offenbarung hatte. Aber ich springe weiter.
schwer vorstellbar, dass jemand im Angesicht der Sterne keine tiefgründigen Gefühle verspürt. Das sehe ich genauso. War mir eine Freude, mit dir zu reden. Wir müssen jetzt los. Hasta la vista. Hoffentlich wacht Gott im Sternenmeer über dich. Hau rein. Da waren zwei Schiffe, ne? Gehen wir eben mit Sarah sprechen. Dann können wir den Grafsprung zum nächsten Planeten machen. Hey, möchtest du reden? Du bist direkt neben mir her. Deswegen schreist du mich so an. Boah, Alter. Warte mal. Sind wir hier? Tatsächlich. Heißer Gasriese. Versenkt. Schade. Such ja noch nach einem guten Planeten, wo wir eine Basis bauen können. Sarah. Oh, da bist du ja. Kann ich helfen? Erinnerst du dich, was du mir gesagt hast? Dass die Artefakte sich anfühlen, als würdest du durch die ganze Galaxie gezerrt werden? Tja, das hat mich ins Grübeln gebracht. Also habe ich in unserem Archiv alte Constellation-Tagebücher durchstöbert. Mir war dieses Erlebnis zwar nicht vertraut, aber deswegen muss das für meine Vorgängerin noch lange nicht gelten. Du hast deine Vorgängerin bisher noch nie erwähnt. Wirklich? Das wundert mich aber. Als ich die Tagebücher gelesen habe, sind all die schönen Erinnerungen an meine Zeit mit Aja zurückgekommen. Ich finde, wir sammeln auch neue schöne Erinnerungen. Oh, ja, absolut. Ich wollte das gar nicht vergleichen. Es waren einfach... Nun ja, andere Zeiten. Aja hat mir bei der Constellation alles beigebracht. Mich als ihren Schützling unter die Fittiche genommen. Okay. Der Neuling wird der Vorgesetzten an die Seite gestellt. Kommt mir bekannt vor. Es muss eine echte Ehre gewesen sein, mit dem Boss arbeiten zu dürfen. Fand ich auch. Deswegen habe ich mir ihre Methoden abgeguckt. Weißt du, Aja und ich haben viele interessante Entdeckungen zusammen gemacht. Aber vor allem die Reise selbst war unvergesslich. Das kann ich nachvollziehen. Exakt. Mir waren die ruhigeren Momente am wichtigsten. Es gab nichts Schöneres, als sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie der Raum sich krümmt, während Aja lebendige Geschichten erzählt. Diese kuschelige Isolation ist die beste Art, jemanden kennenzulernen. Ich bin auf dieser Reise wohl der Schützling, hä? Ich würde sagen, du hast den Schützling auf der Leiter schon hinter dir gelassen. Wenn wir so über Aja reden, wird mir wieder klar, dass unsere Zeit ein Geschenk war. Ich vermisse sie. Oh, ist sie tot? Nein, in Rente. Sie lebt, glaube ich, auf Purima 2. Da fällt mir ein, falls wir jemals so weit draußen sind, könnten wir sie vielleicht besuchen. Dann kann ich euch vorstellen. Okay. Nee, ich hoffe, ich bin ein geeigneter Ersatz. Ja, du reichst völlig aus. Du sollst gar keine exakte Kopie von Aja sein. Dein Entdeckergeist, dein Drang, den Schleier zu lüften und das Unbekannte zu erforschen, das hast du mit mir gemeinsam. Das fasziniert mich. Tja, du hast mich vollkommen durchschaut, Flirten. Ich würde gerne genauer erkunden, was wir hier haben. Ich weiß nicht, ob ich es verdient habe, jemandem so nah zu sein. Wenn du wüsstest, was ich getan habe, wie mein Leben sich entwickelt hat, würde sich dein Bild von mir ändern. Bitte, lass mir etwas Zeit. Ich muss gehen. Alles klar. Habe ich jetzt die Mission bekommen, nach Purima 2 zu gehen? Hier schon mal nicht. Okay, guck mal. Purima 2 hat sie gesagt. Das schreibe ich mir auf. Purima 2. Wie ist das, glaube ich? Irgendwie sowas.
Wenn man das hier... Müsste man doch schon herausfinden, wo das ist, Alter. Heisenberg, ja moin. Hey, guck mal hier, da waren wir doch gerade. Probier mal 3, probier mal 1, probier mal 4, probier mal 2. Sag mal. Das ist ja lustig, Alter. Also sie wird irgendwo hier drauf sein. Da waren wir einfach. Ist ja irre. So, ich will jetzt hier zu dem da. Temperatur gemäßigt, Typ Fels und viele gute Sachen. Kupfer, Eisen, es fehlt halt leider das Wichtigste, deswegen können wir hier nicht hin. Helium brauchen wir. Helios, die Zuflucht. Landestelle sauber. Ich weiß zwar nicht, was ich hier soll. Hallo, Captain. Hi, Vasco. Was machen wir hier? Weiß man nicht, ne? Kein Wunder, dass niemand für dich arbeiten will. Mein Mann ist verschwunden und du wartest einfach, dass er durchs Tor spaziert? Mr. Halftown, wir versuchen es ja. Aber uns fehlt das Personal. Und jetzt denkt mein halber Trupp, dass eure kleine Bande von Knackis uns verschleppen und unsere Organe stehlen will. Mr. Halftown, unser Security Officer, liegt auf der Krankenstation, weil er deinen Arbeiter gesucht hat. Wir tun, was wir können. Ich bitte dich und deine Crew um Geduld. Ihr habt von uns Sträflingen nichts zu befürchten. Wir regeln das. Dann klär die Sache. Sonst haben wir ein Problem. Mein Wort drauf. Hi. Tut mir leid, aber die Alias-Zuflucht nimmt im Moment keine neuen Gäste auf. Wir haben Probleme. Vor allem, dass jemand vermisst wird. Und aber du wo? Kannst dich hier gerne ausruhen und auftanken, solange du willst. Solange dir kein Kopfgeldjäger auf den Fersen ist, der meine brandneue Tür eintritt. Ich könnte euch vielleicht bei dieser Suchaktion helfen. Ach so, ja? Ja. Weil ich nicht sagen kann, ob das eine leichte Aufgabe ist. Aber wenn du den Bauarbeiter findest, stehen wir tief in deiner Schuld. Kein Problem, ich finde euren Mann. Wenn die Bezahlung stimmt, bringe ich euch so viele Bauarbeiter, wie ihr wollt. Verlockend. Aber fangen wir vielleicht mit dem einen an. Kein Problem. Aber wenn du uns hilfst, dann musst du vorher wissen, mit wem du zusammenarbeiten wirst. Die Mitarbeiter hier haben fast alle eine etwas schwierige Vergangenheit. Wir waren fast alle schon einmal im Gefängnis. Ich auch. Aber wir sollten die Zuflucht zu etwas machen, was wir alle gebraucht hätten. Also im Spiel. Zu einem Ort, an dem die Sträflinge der Galaxie wieder Fuß fassen können.
Wir bezahlen ihr Kopfgeld, bilden sie hier aus und bieten ihnen ein Unterstützungsnetzwerk. Ihnen helfen, ein stabiles, langweiliges Leben aufzubauen und die schiefe Bahn zu verlassen. Aber natürlich ist nicht jeder von einer solchen Initiative begeistert. Deswegen wollte ich, dass du das weißt, bevor du einwilligst, uns zu helfen. Tja, klingt wie ein näheres Ziel, aber ich helfe gern, so gut ich kann. Du rettest uns das Leben. Ja. Am besten fängst du auf der Krankenstation an. Unser Security Officer Greg DiAngelo war auf der Suche nach dem verschwundenen Bauarbeiter, einem Mr. Kilman, aber er wurde dabei verwundet. Er kann dir sagen, wo du am besten mit deiner Suche anfängst. Danke. Haben wir das jetzt als... Okay. Mit wem soll ich noch? Okay, das sollte ja passen. Halftown ist stinksauer, wie das alles gelaufen ist. Kann ich auch verstehen. Ich hätte den Job nicht annehmen sollen. Ich dachte, das wird ein aufregender Job auf einem fernen Planeten. Ist ja auch so, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Alter, ich kann hier nichts klauen, ne? Das ist einfach... einfach alles Müll. Dann schauen wir doch mal auf der Krankenstation nach. Danke nochmal für deine Hilfe. Kein Problem. Oh, was? Wie viele Credits hattest du dabei? Ich habe nichts gemacht. Da kommt ein böser Geschrien an die. Diebstahl ist fehlgeschlagen. Machen wir nichts. Nehme ich mir die hier, haha. Das ist eine komische Krankenstation hier. Und da ragt ein ganz schön großes Stück Metall bei euch rein. Wisst ihr das? Ah ja. Was ist das hier für eine provisorische Kackbude? Sah sehr schlimm aus hier. Ah ja. Was man liegen lässt, gehört einem nicht mehr. Nur zur Info. La-da-di-da-di-di-di-da. Da, di, da, da, da. Tja, okay. Aha, hier kann man Fußball spielen. Dann ein Minitor gebaut. Push. Oh, nicht mal das kriege ich hin. Tor! Hammer. Was ist das hier für eine Bude? Wow, ein eingeräumtes Zimmer hier. Das ist ja mal schon fast ein Wunder. Und dann gibt es hier nichts zu klauen. Nix, Alter. Noch ein Zimmer. Die Wasserwaage da drauf, was denn für Viecher? Oh
einmal die beiden und da müssen. So, Müll. Das war in deinem scheiß Spind? Moin. Ich bin ein neuer Doktor. So. Einmal herkommen. So, ja, da muss das rein. Oh ja, einen harten Schädel, ey. So. Dann würde ich Ihnen empfehlen, auf jeden Fall hier die Medizin zu nehmen. Darf ich leider nicht anfassen. Ich kann, dann klaue ich direkt wieder. Aber wir reden wir mal. Kann man nicht mal mehr in Ruhe heilen? Nein. Es dauert nur eine Sekunde. Ich muss nur wissen, wo ich Killmans Pferde aufnehmen kann. Ach, Sloan hat einen Ersatz gefunden. Tja, dann hast du hoffentlich mehr Glück. Ich habe vor der Anlage ein paar Spuren gefunden. Ist aber recht weit. Keine Ahnung, ob sie von Killman stammen. Aber viel los ist in Ixel nicht gerade. Ich wollte gerade ein Höhlensystem in der Nähe scannen, als ich angegriffen wurde. Da wollte ich als nächstes hin, wenn ich wieder auf den Beinen bin. Fang am besten da an. Danke. Gute Heilung. Du Lappen. So, guck mal hier, die sieht aus, als könnte man die gebrauchen. Was haben wir noch hier alles? Schon ewig keine Digipics mehr gefunden. Ist euch das mal aufgefallen? Was ist das hier? Ist hier auch so. Muss ich mehr Angst haben. Irgendwie hat hier keiner mehr Digipics dabei. Ich weiß nicht warum. Huch. Immer wenn ich speichere, ne? Immer wenn ich speichere, kommt die Erinnerung. Blubblubblub. Dann können wir nur noch da oben gucken. Guten Tag. Wer bist denn du? Hast du dich verlaufen? Nö. Falls du jemanden anmelden willst, wir haben leider gerade eine kleine Krise. Es wird noch eine Weile dauern, bis das Bewerbungsverfahren losgeht. Okay, tut mir leid, dann lasse ich dich lieber in Ruhe. Aber ich bin nicht zur Anmeldung hier. Ich könnte euch vielleicht helfen. Das ist wirklich sehr nett, aber wobei, weißt du was? Eigentlich können wir Hilfe brauchen. Red mit Sloan. Sie organisiert die... Naja, sie erklärt dir alles. Gibt immer was zu tun. Okay, ich gehe jetzt den Typen rum. Dann weit weg. Da hatten wir ein Problem mit der hiesigen Fauna bekommen.
Stand da spuckende. Hier ist ja so viel Zeug. Auf Anhieb, ne? Massenweise. Oh, habe ich das Gefühl, dass mich hier irgendwas angreifen wird. Hier gibt es echt viel Flora. Oder finde das nur ich? Ist ja alle 5 Meter, kannst du ja was Neues scannen hier. Mir nur Sorgen macht, dass ich hier nirgendwo Fauna finde. Also keine Gegner. Ich glaube, Fauna sind Gegner. Ich stimme mich gerade, glaube ich, doof im Kopf an. Noch einer. Noch was anderes, ein Dorn. So, ich speichere. Bevor ich jetzt da reingehe, meine Damen und Herren, machen wir einen Cut. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben wieder ein paar neue Abonnenten gemacht in diesem Video. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ich bin so, wirklich so dankbar, wenn ich überlege, dass sonst mal in einem Monat ein, zwei Abonnenten waren. Und jetzt machen wir einfach in jedem Video ein paar. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Es ist so schön mit euch. Und ich freue mich wirklich auf die Zukunft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mekko.